Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Scrapland. Wir fliegen jetzt hier in diesem schönen, schicken, schnieken Schiff da hinten hin. Versuchen hier schnell zu parken. Yeah. Das hat geklappt. Komm, steig schnell aus. Upsi. Da wollen wir hin. Poh. Ach, ich musste meine Matrix erst da reintun, damit sie wieder hergestellt wird. Ja, mein Schiff ist kaputt. Das finde ich jetzt nicht so nett. Dass es da auch einfach so einen Typen gibt, der so nach Belieben die Matrixen oder Matrizen stehlen kann. Die müssen doch theoretisch... Sehr gut. Jetzt verschwinde von dort und ruf mich gleich an. Ah, hier ist aber jetzt keiner mehr. Na, immerhin. Ich hatte jetzt keinen Bock, da gegen die ganzen Hyopais zu kämpfen. Ist ja wohl verständlich, oder? So wirklich, was gibt's dafür eh nicht? Angeblich 5 extra Leben pro Dingen. Aber habe ich ja beim letzten Mal überhaupt gar nicht gekriegt. Naja, ich werde mich damit auseinandersetzen, falls ich es mal brauche. So. Habe jetzt auf jeden Fall meine Matrix wiederholt. Das ging ja zum Glück schneller, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, das würde noch sehr viel länger dauern. Das wäre richtig jetzt noch so Teil des Hauptplots, dass meine Matrix weg ist. Aber das wurde ja jetzt dann doch ganz schnell wieder aufgelöst. Hm, naja, hätte man wahrscheinlich auch mehr draus machen können. Lasst mich in Ruhe. Genug von euch komischem Volk. Ich muss auf jeden Fall immer noch den einsamen Söldner finden. Das ist bestimmt der Endgegner. Der einsame Söldner. Den erwische ich noch. Ach, die Street ist auch so unglaublich lahmarschig, ne? Hier bin ich. Weißt du noch, was dir Bischof Gus über den Typen gesagt hat, der synthetischen Schleim von ihm gekauft hat? Ja, Gus hat ihn nicht gesehen, aber er hat einen Wahlkampfsticker des Bürgermeisters fallen lassen, als er verschwunden ist. Genau. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser inkompetente Idiot seine dreckigen Finger im Spiel hätte. Ich habe ihm gesagt, dass du bei seinem Wahlkampf mithelfen willst. Geh zu ihm, vielleicht bekommst du etwas aus ihm heraus. Vergiss nicht, dich als Detritus vorzustellen. Nächste Mission in Rathaus. Okay, ab zum Rathaus. So ein bisschen ist es auch ein Krimi, ne? Ein Action-Krimi, das Spiel. Man hätte es aber auch noch ein bisschen anders umsetzen können. Jetzt machen wir es mal so. Der Kaius hat keine Lust, die Maus zu bewegen. Stützt jetzt seinen Kopf auf und bewegt nur die Pfeiltasten. Ich finde, das sieht viel cooler aus. So, die Treatise, jetzt gehst du mal rückwärts. Komm, Platz da für die Treatise. Der macht hier gerade so ein bisschen Sport. Stellt euch mal vor, ihr würdet so gehen. Den ganzen Tag so immer in eine Richtung gucken. Immer nur in eine Richtung, das wäre voll lustig. Aber dann würdet ihr nach einer ganzen Weile oder nach einer kurzen Weile von euren Klassenkameraden oder Freunden ganz schön bescheuert angeguckt werden und letztlich natürlich verarscht werden. Aber der Detritus, der kann das ruhig machen, denn die Roboter hier, die haben alle irgendwie voll ein an der Waffel. Nur Detritus, ein alter Freund. Hallo Rathaus! So, wir müssen wieder mit jemandem sprechen. Hin und her. Halt, halt, gib mir dein Geld.
Ist doch alles relativ ähnlich in diesem Spiel, ne? Tja. Naja. Wir ziehen es jetzt auf jeden Fall durch. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Bürgermeister. Hallo nochmal, Herr Bürgermeister. Schön, dich zu sehen, Dietritus. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich möchte bei Ihrem Wahlkampf mithelfen. Mein Gegner, Bischof Porkins, hat Corruptus, einen Beamten, von meiner Wahlliste bestochen, damit er gegen mich wählt. Ich will, dass du diesem Beamten seine ganze Kohle abknöpfst. Aber pass auf, dass er nichts davon bemerkt, sonst rennt er sofort zu Porkins und besorgt sich mehr Geld. Mhm. Gut, das ist kein Problem. Ich verwandle mich einfach in einen Beamten. Doch. Ne, hier in so einem Banker. Und ziehe ihm das Geld ab. Mal gucken, ob es klappt. Mal gucken, ob es klappt. Wir werden jetzt mal erst speichern. Ach du, schon wieder, verschwinde. Aus dem Weg, Jungs. Na, da wird mir Geld abgezogen, ne? Das ist ein dickes Ding. Da. Nein, jetzt rennt er dahin. Und holt sich neues Geld. Dieser Arsch. Ey, lass mich in Ruhe. Habt ihr das gesehen? Der hat mich voll beschossen jetzt. Hilfe, weg hier. Was wollt ihr von mir? Da hat der Korruptus sich wieder aufgefüllt. Ich werde verrückt. Kann nicht wahr sein, oder? Wieso, wie hat er das denn jetzt gemerkt? Und warum fliegt hier so viel von diesem verdammten Zeug rum? Ich habe ihn berührt. Das darf ich nicht. Wie konnte der das denn jetzt merken? Wie kann der das merken? Hey, es ist nicht richtig, Leute zu bestechen, damit sie dich wählen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, mein Herr. Ich gehe lediglich ein wenig spazieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bekämpft euch, ihr Doofies. Natürlich nicht schlecht, ne? An alle Einheiten! Zerstört den Verbrecher! Was ist denn jetzt schon hier, wieder? Hier ist er! Du, hol dich nicht vom Fleck! Du gehörst mir! Polizei, schnell! Ich sehe ihn! Wir sind bereit zu verhandeln! Ergib dich und du bekommst einen fairen Prozess! Polizei, Polizei, der Verbrecher starrt mich an. Wir haben ihn verloren. Kehrt zu euren Stellungen zurück. Seid ihr doof? Seid ihr einmal hirnlos? Oder? Was
weiß auch nicht, wieso ich jetzt plötzlich Verbrecher war. Das ist ein Quatsch, da verschwindet du. Korruptus Geld. Ach, dieser blöde Polizeifliegschitter. Lass mich in Ruhe. Mann, ist das nervig. Das ganze Spiel ist so furchtbar nervig. Nicht zu glauben. Ausgezeichnet. Jetzt kommt er sicher und will eine Gehaltserhöhung. Komm zurück. Ich habe noch einen Job für dich. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ich warte auf die Tritus. Ja, zieh ruhig dem Bürgermeister Geld ab. Das ist die richtige Entscheidung. Ich finde das ausgesprochen fair. Moment mal. Falsche Richtung. Boah, die ganze Zeit fliegt hier jemand hinter mir. Das macht mich ja verrückt. Ich muss hinten zu diesem blöden Terminal. Aber erstmal speichern wir grad. Könnte sein, dass ich plötzlich kaputt gemacht werde. Hier bin ich. Den Umfragen zufolge liegt Bischof Porkins zurzeit vor mir. Nimm dein bestes Raumschiff, zerstöre sein Wahlkampfschiff und beschütze meines, bis ich in den Umfragen vor ihm liege. Jetzt geht's wieder los, Leute. Jetzt geht es wieder los. Schiff kaputt machen, ein Schiff beschützen. Die Pläne des superschweren Polizeiraumschiffes sind aufgetaucht. Sie sind auf der Polizeiwache. Du solltest wirklich einen Blick darauf werfen. Das Raumschiff ist eine fliegende Festung. Ah, dann ist es das wahrscheinlich, was aufgetaucht ist, ne? Leute, dann machen wir das jetzt auch mal. Jetzt werden wir endlich mal zur Polizeiwache. Und Moment, Polizeiwache? Ne, er hat vom Gefängnis gesprochen, ne? Ne, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur Polizeiwache. Eine fliegende Festung. Fliegende Festung. Das höre ich gern. Aber eine fliegende Festung klingt auch schwer. Ein schweres Raumschiff. Die Tritus. Spiel speichern. Ups, gleich ist schon wieder die Folge vorbei. Wir werden jetzt natürlich in der Polizeiwache uns mit dem hier fortbewegen. Das ist ein bisschen schneller, ne? Wir kennen es ja inzwischen. Ja, ihr Spinner hier. Habt auch nichts Besseres zu tun. Also auf der Polizei geht immer eine Action ab. Das ist der helle Wahnsinn. Komm hier, schnapp's dir. Die Tritus auf der Polizeiwache sind Pläne aufgetaucht. Große Pläne. Nein, das Industrieviertel wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt Pläne für die fliegende Festung. Ob ich die aber auch finde, das ist die Frage, ne? Guck mal da oben. Du hast die Pläne für die Motoren des Endschiffs. Okay, ich habe schon mal Pläne für Motoren. Sehr gut. Aber ich brauche noch Pläne für den Rest des Endschiffs. Na gut. Aber es ist ja schon mal ein Teil. Ein kleiner Teil. Das ist schon mal ein kleiner Teil. Da freuen wir uns, dass wir einen kleinen Teil gefunden haben. Guck mal, da liegt ja noch was. Ich werde verrückt. Ich will mit dem nicht sprechen. Du hast die Pläne für das Endschiff. Was bedeutet das denn, das Endschiff? Schnell weg hier. F1. Dann werden wir jetzt natürlich erstmal uns auf den Weg zu Rustys Werkstatt begeben. Guck mal, was ist denn das da vorne? Seht ihr das? Das Blaue, was da fliegt. Guck mal, seht ihr das auf dem Radar? Da. Was habt ihr da? Du kannst jetzt was? Was stand da? Kann ich mit denen spielen?
Ach, guck mal, die spielen. Ich muss das da denen abnehmen. Ach, wie lustig. Aha, wie lustig. Ich kann mit denen ein kleines Spielchen machen. Aber das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich möchte jetzt auf und davon in Rustys Werkstatt und mir ein cooles Schiff zusammenbauen. Schon wieder Pläne für das Endschiff. Wie viele Pläne gibt es denn hier? Ein bisschen bescheuert, oder? Ach, guck mal, da materialisieren sie sich wieder voreinander, um sich kaputt zu machen, ihr Volltrottel. Schnell weg hier. Schnell weg von diesem Irrenhaus. Habt doch alle einen an der Waffel. Hilfe, schnell weg. So viel Testosteron auf einem Haufen. Rostosteron. So, schnell weg hier. Pardauts. Handelsviertel. Wir fliegen mal einfach ganz lässig zum Stadtzentrum, um dort gemütlich in Rustys Werkstatt innezuhalten. Lass mal gerade auf die Uhr gucken. Ja, ich muss jetzt auch aufhören. Mano, aber ich gucke mir jetzt das erst noch gerade an. Das möchte ich nämlich. Hab aber dann bald auch schon gar nicht mehr genug Knete, ne? Aber dann muss ich wohl bald mal wieder ein paar Rennen fliegen. Jetzt gehen wir erstmal zu Rusty in seine Werkstatt und gucken, was wir uns da jetzt zusammen zimmern können. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. Ich bin so unglaublich gespannt, was ich jetzt bauen kann. Wie viel Knete ich ausgeben muss. Yeah. So, Lele. Ein gutes Schiff brauchen wir. Okay. Hangar Nummer 6. Was haben wir denn da? Den Flo. Bösewicht, Freibeuter, Armageddon, Habsucht, Zitronenzauber, Piranha, Zorn. Apokalypse und Libelle. Apokalypse und Libelle. Und Käfer? Käfer haben wir auch noch. Libelle und Apokalypse kostet 6 auf. Bam, bam, bam. Heftigst. Aber ich glaube, das ist... Dann werden wir jetzt hier noch die Libelle kaufen. Ach, das ist das Polizeiding, die fliegende Festung. Apokalypse Zorn. Boah, heftig, oder? Guck mal, 9,3 im Booster. Oh, ach du Schande. Tja, welches Schiff ist denn jetzt das bessere? Wir gehen mal in den Hangar und werden das hier mal mit diesen Motoren ausrüsten. Bedauts! 7,0. Bedauts! 7,1. Weapons. Ah, das ist die Tesla-Waffe. Dann nehmen wir hier noch Bam Bam. Genau, das Zielsystem. Bau, bau, bau. Ach du Scheiße. Was haben wir denn da? Du liebe Güte. Heftig, oder? Und wie viel Panzerung haben wir noch? Immer noch 270. Was ist das für ein fettes Schiff? Ich kann alle Waffen ausrüsten. Wobei ich die hier auch wegmache. Aber der Booster hat sich nicht verbessert. Aber dafür kann ich die Panzerung, glaube ich, noch... Ne, kann ich gar nicht. Macht also gar nichts aus. Weder am Boost noch sonst wie.
Aber was ist das denn da? Null? Muss mal gerade gucken. Ach, hier fehlt noch was. Es gibt noch eine Waffenart. Sehr gut. Natürlich werden wir auch die Schussfrequenz erhöhen. Ach, man kann nur eins auswählen. Genauigkeit des Zielsystems werden wir natürlich nehmen. Ja, das brauchen wir gar nicht. Das ist doch ein geiles Schiffchen, oder? Das ist eine fette Sau. Damit werden wir beim nächsten Mal fliegen und versuchen, den Tuppes da zu beschützen und den anderen kaputt zu machen. Hab schon wieder vergessen, wie sie heißen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!